Ja, also über die sportlichen Dinge ist eigentlich genügend gesagt. Er hat, glaube ich, jedem bewiesen oder braucht niemand mehr was beweisen. Er ist Weltmeister, ist, glaube ich, viermal Champions League-Sieger geworden, war immer Führungsspieler in den Vereinen, wo er war, hat sich überall durchgesetzt. Aber ich denke, die Leistung, die er außerhalb vom Platz bringt, das ist das Entscheidende. Er war damals mein Kapitän bei der U17-WM 2007, als wir Dritter geworden sind. Und so eine Entwicklung habe ich ihm selbst, also die persönliche Entwicklung, nicht zugetraut. Und das ist eigentlich wirklich das Schöne. Im Urlaub dann, wenn andere Pause machen und sich an den Strand setzen, da kümmert er sich um seine Stiftung, um seine Kinder, nicht nur um seine eigenen Kinder, sondern ist da wirklich leidenschaftlich unterwegs. Und ich habe ihn mal gefragt, warum er das macht. Und er hat einfach gesagt, mir geht so unverschämt gut. Ich habe einfach das Gefühl, ich will was zurückgeben. Und das macht er ganz toll. Ja, Riesenfußballer, aber immer auf dem Boden geblieben, sagen wahrscheinlich viele. Aber ich habe viele Beweise dafür, dass das nur kein Spruch ist, sondern dass das sein innerer Kern ist. Er ist nie abgehoben. Ich kann jetzt erzählen, dass ich in Nöten war letzten November, um für den Clásico in Barcelona Karten zu bekommen, weil meine Tochter da studierte. Und ich habe versucht, über Barcelona Karten zu kriegen. Die fingen irgendwo bei 400 Euro an. Eine SMS an Toni und dann hat er seine zwei Karten dann hinterlegt. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, das braucht er nicht. Das ist einfach ein klasse Junge. Ja, Toni war ja zuerst mal ein sehr zurückhaltender junger Bursche, als du zu uns kamst, so mit 17. Und war ein wohlerzogener, gut erzogener junger Mann. Ich habe ja seine Eltern auch kennengelernt, als wir ihn aus Rostock geholt haben. Toni hat sich dann zu einem sehr selbstbewussten, sehr selbstständigen jungen Burschen und jungen Mann entwickelt. Und ich bin sehr froh, dass wir einen Großteil dieses Weges mitbegleiten konnten. Ja, Sie müssen erst mal sehen, der junge Spieler Toni Kroos, ne, das ist wie bei vielen anderen. Man ist 17, 18 und man will die Welt einreißen, man will durchstarten. Aber da gehört natürlich erst mal viel Geduld, dann sehr viel Arbeit, sehr viel Engagement, Leidenschaft. Und das hat dann Toni peu à peu hat er das gezeigt. Und dass er ein außergewöhnliches Fußballtalent hatte, das war immer erkennbar. Aber ich finde, er hat dann vieles oder fast alles richtig gemacht. Ne? Durch die Trippelsaison ist er auch schon selbstbewusster geworden, durch die Weltmeisterschaft. Und dass er dann zu Real Madrid gegangen ist und sich da hat durchgesetzt können, das ist natürlich fantastisch, weil ich weiß ja selbst, wie schwierig das ist, in Bernabéu-Stadion zu spielen. Vor zwei Jahren hat er hier eine Gala gemacht für seine Stiftung. Da gab es so eine Geschichte, er erzählte, bei größeren Investitionen muss er dann nochmal abhaken aus seinem Budget. Und da hat ein Vater mit Sohn auch vom Tod geweiht, die konnten den Jungen nicht mehr ins Zimmer bringen, in der Wohnung. Und er hat dann der Investition eines Aufzugs zugestimmt, was man sagte, ja, es sind nur noch ein paar Wochen. Und er hat dem zugestimmt, dann hat er gesagt, es war meine beste Entscheidung in dem Jahr. Kommen mir jetzt schon fast die Tränen, bitte. Und dann weiß man alles. Ne? Erstmal, dass er eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat und bis dato auch komplett skandalfrei, glaube ich, durch dieses doch recht anspruchsvolle Leben als Fußballer gegangen ist. Das schaffen ja nicht alle, erst recht nicht auf dem Niveau, weil man eben sehr viel im Rampenlicht steht. Und ich glaube, er hat da sehr, sehr oft und sehr, sehr viel richtige Entscheidungen getroffen, sowohl als auch neben dem Platz. Und das zeichnet ihn aus. Und ansonsten ist er ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Deswegen ist er, glaube ich, zu Recht einer unserer größten Fußballer, zumindest jetzt auch unserer Zeit. Und dementsprechend ist der Film auch gerechtfertigt.